Heute möchte ich über das Thema Hoffnung sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was möglich ist. Wir richten heute unseren Fokus nicht auf das, was wir nicht haben oder auf das, was wir vielleicht verloren haben, sondern wir wollen den Fokus darauf richten, was wir haben. Vielleicht hast du in dieser Zeit deinen Job verloren und empfindest das jetzt als schlimm. Aber sei dir sicher, du wirst einen neuen, vielleicht sogar besseren finden. Sei dankbar, dass es staatliche Leistungen gibt, die dich über diese Trockenzeit bringen. Vielleicht fühlst du dich momentan eingeengt in deinen eigenen vier Wänden, aber sieh es einmal so. Du hast vier Wände, die dich umgeben, die dich schützen. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast eine warme Wohnung. Du kannst nachts gut schlafen. Du hast Privatsphäre. Du hast ein eigenes kleines Reich, das du kontrollieren kannst. Schaffe Ordnung in diesem Reich und du wirst sehen, wie gut sich das anfühlt. Vielleicht fühlst du dich gerade alleine und sehnst dich nach menschlichem Kontakt. Sei dir sicher, es gibt viele da draußen, denen es momentan ähnlich geht. Du bist nicht allein. Viele warten so wie du darauf, dass sie jetzt bald wieder hinausgehen können, wieder neue Leute treffen können. Und ist nicht gerade diese Vorfreude etwas Schönes? Du könntest schon jetzt beginnen, dich mit diesen Menschen über das Internet zum Beispiel zu verbinden. Seien wir dankbar dafür, dass es so etwas wie das Internet gibt. Dadurch kannst du dich mit der Welt verbinden, ohne überhaupt dein Haus verlassen zu müssen. Seien wir dankbar darüber, dass es andere Menschen gibt, die über das Internet uns unterhalten, die uns Nachrichten schicken. Und andere wiederum, die ihre Erfahrungen mit uns teilen. Die Welt mit ihrem gesammelten Wissen liegt in deinem Smartphone. Seien wir dankbar für diese Lernmöglichkeiten. Vielleicht hast du auch gerade einen Menschen verloren, vielleicht wirklich sogar durch den Virus oder vielleicht ist die Beziehung in die Brüche gegangen durch diese besonderen Umstände. Versuche auch hier auf das zu blicken, was da ist. Schau auf die Beziehungen, die du hast. Schau auf die wunderbaren Menschen, die in deiner Umgebung sind, die sich um dich sorgen. Rufe sie heute an und bedanke dich bei diesen Menschen. Spürst du vielleicht Zuneigung oder sogar Liebe zu einer Person? Dann rufe diese Person auch heute an, trau dich und sag es ihr. Nutzen wir diese Zeit, um auf das zu blicken, was uns stärkt, um auf das zu blicken, was da ist, um auf das zu blicken, worüber wir wirklich dankbar sein können. Es stehen jetzt, vielleicht trotz oder vielleicht gerade durch diese ruhige, zurückgezogene Zeit, ungeheure Möglichkeiten der persönlichen Selbstentfaltung offen. Wir können unseren Fokus auf die schönen, auf die wichtigen Dinge, auf die wichtigen Beziehungen in unserem Leben lenken. Nutzen wir diese Zeit für Dankbarkeit, für das, was da ist. Danke dir.